Zu den assistierenden Jagdhunden gehören die Stöberhunde. Und die klassischsten und berühmtesten Vertreter sind die Spaniels. Und denen widmen wir uns in diesem Video. Also los geht's! Hi, ich bin Samira und auf diesem Kanal findest du Porträts von verschiedensten Hunderassen, die in Deutschland gezüchtet werden. Wenn du also neu hier bist oder es bisher auch einfach nur vergessen hast, lass doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, weil dann verpasst du auch keine Videos mehr. Stöberhunde jagen auf kurze Distanz, so zwischen 20 und 40 Metern, unter der Flinte. Sie sollen Wild, meistens Vögel, aus dichtem Bewuchs treiben, müssen sich abstoppen lassen und eine enge Bindung zu Menschen eingehen. Rassen dieses Schlags bringen einen hohen Will to Please mit, also eine hohe Bereitschaft zu gefallen und es dem Menschen recht zu machen. Und da passt der Spaniel gut rein. Sie sind liebenswert, verträglich und bringen ein sanftes Wesen mit sich. Sie sind angenehme Familienbegleiter, leugnen ihr Jagdhunderbe aber nicht. Sie werfen gerne in jedes Gestrüpp einmal ihre Nase hinein. Einen Spaniel führt man am besten von klein auf an liebevoll konsequent an seine Aufgaben heran. So lernen sie freudig und zuverlässig zu arbeiten. Dabei sollte ihr ausgeprägter Finderwillen in Bahnen gelenkt werden und ihnen die Möglichkeit geboten werden, mit ihrem Menschen zusammenzuarbeiten. Fährtenarbeit, Mantrailing und Objektsuche kommen hier zum Beispiel wunderbar in Frage. Spaniels lernen schnell und lassen sich gut über Futter oder Spielzeug motivieren. Der Spaniel ist wetterfest und somit nichts für Stubenhocker. Er ist ein ausdauernder Läufer und sucht sich eigene Beschäftigungen, wenn vom Menschen nichts angeboten wird. Findet also für euch und euren Hund ein paar Aufgaben, die sowohl Mensch als auch Hund Spaß machen, und der Spaniel wird keinen Grund darin sehen, sich alleine auf die Socken zu machen. Spaniels zählt man übrigens zu den verfressenen Rassen. Sie sind daher leicht mit Futter zu motivieren, neigen aber auch dazu, jeden Mist am Wegesrand zu fressen. Sie wollen halt auch eben einfach gerne Beute finden und diese dann eben fressen. Das lässt sich auch nicht so ohne weiteres abtrainieren, sollte aber auch in keinem Fall bestraft werden. Hier sollte man lieber von klein auf an ein vernünftiges Anti-Giftköder-Training durchziehen und immer sehr aufmerksam und konsequent sein. Habt ihr eigentlich selber einen Spaniel? Dann schreibt uns doch mal gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Nachfolgend gehen wir kurz auf 5 Spanielrassen ein. Da wären der English Cocker Spaniel, der English Springer Spaniel, der American Cocker Spaniel, der Welsh Springer Spaniel und der Keukenhondje, ein niederländischer Spaniel. Bestimmt habe ich jetzt hier den ein oder anderen Fehler in der Aussprache begangen und bin auch hier von Englisch ins Deutsche gesprungen, und ob das niederländische Keukenhondje überhaupt so ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht so ganz genau. Gerne könnt ihr mich natürlich freundlich, bitteschön, in den Kommentaren korrigieren, vor allem, wenn da draußen Leute sind, die niederländische Sprache beherrschen. Grundsätzlich haben natürlich all diese Rassen durchaus Gemeinsamkeiten, aber bringen auch ihre eigenen Charakterzüge mit. Ebenfalls sollte natürlich auf eine vernünftige Zucht geachtet werden, so wie eigentlich immer. Der English Cocker Spaniel wurde ursprünglich für die Zucht auf die Waldschnepfe Woodcock gezüchtet und ist im Jagdgebrauch vielseitig einsetzbar. Er ist verspielt, lebhaft, intelligent, verschmust und immer für gemeinsame Ausflüge zu haben. Er ist aber zuweilen etwas eigensinnig. Er ist leider etwas anfällig für Ohrenleiden, den grauen Star, Netzhautatrophie, Nierenerkrankungen und Cockerwut. Das trifft aber nur auf rote Hunde zu. Das Fell braucht dazu auch noch eine tägliche Pflege. Der English Springer Spaniel verkörpert den ursprünglichsten Spanieltyp und war zuständig für das Aufstöbern von Wild, Springing Game. Er stöbert weitläufig, drückt das Wild heraus und apportiert nach dem Schuss. Die Zucht hat sich mittlerweile aufgeteilt in Arbeitshunde und in Showhunde. Darauf sollte einfach bei der Wahl geachtet werden. Er liebt im Hundesport vor allem die Nasenarbeit, ist in der Regel sehr freundlich und ausgeglichen und liebt und braucht Bewegung und Beschäftigung im Freien. Natürlich sollte auch hier immer auf die richtige Balance geachtet werden, denn gerade aktive Hunde brauchen auch einfach die Zeit, um Ruhe zu lernen und auch mal runterzukommen. Das heißt, der Hund sollte nicht immer nur ausgepowert werden, sondern einfach anständig ausgelastet werden. Er ist anfällig für Bandscheibenvorfälle und auch Fell und Ohren brauchen hier regelmäßige Pflege. Ende des 19. Jahrhunderts gelangte der englische Cocker Spaniel mit Auswanderern in die USA. Dort entwickelten sich 2 Varianten der Rasse. Einmal der alte Typ und dann ein leichterer und hochbeinigerer Typ. Mit kürzerem Kopf, deutlich gewölbtem Schädel und einer dichteren, längeren Behaarung. So entstand der American Cocker Spaniel. Ab den 30ern wurden dann beide Rassen getrennt und als eigenständig anerkannt. Der American Cocker Spaniel ist ein zärtlicher, fröhlicher, sanftmütiger Familienbegleiter. Sein Jagdfieber hält sich bei liebevoll konsequenter Erziehung in Grenzen, aber nach fressbarem Stöbern geht natürlich immer. Das lange Fell bedarf sehr gründlicher Pflege, kann bei reinen Familienhunden aber durchaus etwas gekürzt werden. Er ist anfällig für Netzhautatrophie, grünem Star und Ekzemen im Lefzenbereich. Der Welsh Springer Spaniel geht auf mittelalterliche Vogelhunde zurück. Er ist eine Arbeitsrasse geblieben und hat keine Showlinie zum Vorschein gebracht. Er ist hart und ausdauernd, stöbert weitläufig zu Land und Wasser, drückt das Wild heraus und apportiert es nach dem Schuss. Er ist ein sehr umgänglicher Hund ohne Aggression.
Auch sein Temperament verlangt nach einer Beschäftigung und er bringt eine große Jagdpassion mit. Rassetypische Krankheiten sind hingegen nicht bekannt. Der Keukenhondje ist eine alte niederländische Rasse und war für eine ganz spezielle Art der Entenjagd gedacht. Ursprünglich waren Kooien, niederländisch Koi, steht hier für Fallen, an ihren Enden überdeckte Wassergräben, später dann Käfigfallen. Dort wurden zahme Enten gefüttert. Ließen sich Wildenten auf dem Wasser nieder, erregte der Keukenhondje wuselnd am Ufer ihre Neugier und trieb diese dann laufend oder schwimmend ihren zahmen Verwandten zu. Dort gingen sie dann arglos in die Falle. Während der Entenjagdzeit waren die Hunde sehr beschäftigt und erreichten gut und gerne ein tägliches Laufpensum von 25 Kilometern. Sie mussten also kräftig und sehr ausdauernd sein und weder Nässe noch Kälte scheuen. Sie durften allerdings auch nicht nervös werden und die Enten erschrecken. Die Jagd verlief also entsprechend sehr ruhig. Mittlerweile sind Koika quasi arbeitslos und werden gezielt als Familienbegleiter gezüchtet. Etwas von ihrem Erbe tragen sie aber weiterhin in sich. Sie sind anfällig für degenerative Rückenmarksveränderungen. Gesunde Hunde sind aber sehr gut für verschiedenen Hundesport geeignet. Denkt ihr, zu euch würde ein Spaniel passen? Und wenn ja, welcher? Der American Cocker Spaniel gefällt mir zum Beispiel vom Aussehen leider gar nicht, muss ich gestehen. Die anderen finde ich tatsächlich ganz interessant. Aber der Welsh Springer Spaniel hätte mir dann doch vielleicht eine zu hohe Jagdpassion. Schreibt gerne eure Meinungen in die Kommentare und ich würde mich auch sehr über ein Like auf dem Video freuen, denn diese ganzen Namen auszusprechen war doch ein bisschen ein Zungenbrecher und ich musste es eine Weile üben, also würde ich mich da wirklich sehr, sehr drüber freuen, vor allem natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ich habe übrigens noch einen weiteren Kanal, wo ich auch schon mal einen Jäger vorgestellt habe, und zwar den kleinen Münsterländer. Ich lasse das Video einfach mal hier aufploppen und ihr könnt ja gerne reinschauen, wenn ihr wollt. Und dann haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und bis zum nächsten Video.